Ja, mein Name ist Medard Kabanda. Ich komme ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, aber ich wohne schon lange Zeit in Münster. Ich habe in Münster studiert und promoviert an der Uni Münster. Und in den letzten Jahren habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiter in einer verschiedenen Universität gearbeitet. Afrika Kooperative wurde 2001 gegründet. Zuvor waren wir Mitglieder, also haben wir eine Afrika e.V. gegründet. Aus bestimmten Gründen sind ein paar Leute nochmal mit anderen Konzepten rausgekommen, um Afrika Kooperative zu gründen. Unter anderem ich, meine Kollegen auch Seydou und Samake, die wir gemeinsam Afrika Kooperative gegründet haben. Normalerweise Afrika Kooperative bezieht auf ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, es ist angebunden an eine bestimmte Aktivität, die wir machen. Das heißt, nicht so alltäglich und ist angebunden an verschiedene Aktivitäten, die wir haben. Und da wir auch im Rahmen von Afrika Kooperativ haben wir bundesweite Kooperation, wie zum Beispiel mit den SAMOVA-Projekten. Und da ja SAMOVA-Projekte ermöglichen mich als Koordinator hier professionell zu arbeiten. Neben die Arbeit, die ich täglich für SAMOVA-Projekte macht, mache ich auch zusätzlich auch Arbeit für Afrika Kooperative, wenn es sein sollte. Ein gutes Projekt zu schreiben oder irgendwie Kontakte zu verknüpfen und Afrika Kooperativ auch in bestimmt alltägliche Online-Veranstaltungen zu vertreten oder irgendwie zu promoten. Unsere Arbeit ist in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal bearbeiten wir den systematischen Bereich, dann bearbeiten wir jedes Jahr verschiedene Themen. Und wie zum Beispiel zu jedes Afrika-Festival haben wir ein Motto. In diesem Motto versuchen wir, ein bestimmtes Konzept in der Gesellschaft zu verankern. Wir haben auch folklorisch, das heißt unter anderem kulturelle Veranstaltungen und so weiter, die auch jedes Jahr angeboten, Konzert, musikalische Gruppe anbieten, kulturelle Veranstaltungen und so weiter. Und der dritte Bereich ist es kulinarisch, das heißt, um diese alle Bereiche großartige zu begünstigen, muss auch ein bisschen etwas Spezialität auf verschiedenen Ländern auch angeboten, was wir auch als kulinarisch nennen. Und auch andere Themaschwerpunkte, dass die auch, die haben die Möglichkeit, auch selber Verein zu gründen, Initiative zu machen. Wir haben schon eher einige Gruppen von Geflüchteten schon auch unterstützt, dass die auch eigene Initiative gründen, damit die einen großen Teil aber der Gesellschaft, die Passivität von einem neuen Bürger oder Geflüchteten, wenn die nicht integriert, bleiben natürlich immer passiv. Man muss sich etwas irgendwie aussuchen, das heißt über Vereinarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit und danach in Vereinarbeit sich zu engagieren. Wir hatten von Januar 2020 eine Reihe von Vorträgen geplant. Und diese Reihe von Vorträgen zu bestimmten Länderbeispielen geplant. Und diese sollten natürlich am Ende eine Scheine oder Teile Ergebnisse, wie sich die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele in diesen Ländern Afrikas aussieht, unterstützt. Diese Ergebnisse wollten wir noch bei der Eröffnungsfeier präsentieren. Und das ist eine der Möglichkeiten, die wir bearbeiten, aktuelle Themen in der Gesellschaft, so in Bezug auf Globalisierung, auch hier lokal in Münster anzubieten. Und das haben wir natürlich, diese Veranstaltung gemacht, aber die Ergebnisse konnten wir nicht präsentieren. Daher haben wir auch ein zweites Thema, ein Projekt gehabt. Dieses Projekt geht um Demokratieforderung. Das haben wir auch die Möglichkeit, hier von Stadt Münster Jugendamt also ein Projekt von LWL, dass wir auch zur Professionalisierung der Partizipation bei den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Empowerment eine Veranstaltung anzubieten. Diese
haben wir natürlich bei in Benno ausgeplant, aber ist ausgefallen. Wir haben das konvertiert, wie jeder hier, für die Veranstaltung online gemacht. In unserem Profil haben wir schon fast, wie gesagt, viele Sachen schon erreichen, aber wir können nicht nur sagen, dass wir Integration ist jetzt abgeschlossen. Integration bleibt natürlich Nummer eins. Ja, Integration ist kontinuierlich. Aber wir sehen, dass zum Thema Integration müssen wir noch zusätzliche Informationen bringen, zu sagen, kann man nicht jemand langfristig integriert, sondern muss man jetzt über Teilarbeit diskutieren. Für mich kann niemand mich integrieren. Ich bin Teilarbeit dieser Gesellschaft. Also wir müssen auch diese Aspekte der Teilarbeit in der Gesellschaft hier reinbringen.